Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time. Sofort und gleich YouTube gegen Mad Frog Rising. Über 40k. Das ist gut. Ja, und dann komm. Dann schauen wir mal, was der Baba hier noch reisen kann in dem Match. So, gucken wir mal. So, Froggy Fresh. Froggy Fresh. So. Was kommt da? Da kommt eine Biggeschule. Machen wir erstmal eine Biggeschule und dann gucke ich, ob ich den Eugene Belcher oder den Bob drauf spiele. Hier hätten wir 47, das reicht natürlich beides nicht. Ich mache jetzt den Home Ec Teacher. Hier habe ich dann nämlich gleich auch noch den Push. Jetzt haben wir 7 und 3. Das reicht aber auch so schon. Genau. Jo. Snot Rocket ist da. Komm, ich mache erstmal hier noch die Power Target Patriot Ale hin. So, 97. 3 Punkte liegen lassen. Ei, 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 ei. Nein, 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 nein. Oh, Rumbles. So, jetzt gegen Big Earth von Mad Frog Rising. Warum war ich eigentlich schon das Lubeck drin? Der hat mir doch tatsächlich das Deck nicht wieder zurückgespeichert, ne? Das sehe ich nur gerade mal so. Ich muss gleich die... vom Siege? Alter, was ist das? Fast alles nur Karten, die ich jetzt eigentlich gar nicht drin haben möchte. Ja, ist klar. Komm, gib mir noch mehr. Oh, jetzt haben wir wenigstens mal eine hier. Komm, da kann ich mal hier. Hier setze ich jetzt links hin, damit ich auf jeden Fall noch die Möglichkeit bekomme zu heilen. Um dann die Platone noch zu kriegen. So, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt mit dem Schrott, weil das geht so nicht. Ich wollte das so nicht mehr drin haben. Ich habe das rausgenommen und dann ist trotzdem nicht mehr noch drin. Warum? Was das? Wie ist das los? Scheiße, Dreck. So eine Scheiße. Diese Scheiße muss raus, aus dem Deck, aus dem Dreckdeck. Scheiße raus. So. Dann müssen wir ein gutes Deck wieder draus machen. So, und das waren jetzt hier, so 31, Alter, ja, da ist noch ein ganzer Kram drin hier von. Also, jetzt gucken wir mal. K-Pop-Video lassen wir drin, Leon Pettert lassen wir drin. Also, erstmal geht die hier raus. Eine Power Target Patriot Ale. Die Slewback geht raus. So. In James Woods High School geht raus. Begrüßungsmojitos geht raus. Dann sind wir bei 27. Liegestütze gehen raus.
26. Und so können wir es von mir aus jetzt lassen. Eine Pawtucket Patriot Ale lasse ich mir noch drin. Die ist gut mit Bender, die ist gut mit Peggy, die ist gut mit Peter. Die lasse ich drin. So, und jetzt ist das Deck wieder ein klein wenig kompakter. So. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass es jetzt gespeichert hat. So, Pretty P. Die eine Pawtucket Patriot Ale, die ist ja noch okay. So, jetzt lassen wir mal schauen. Scheinprozess. So ist das. Präsentation. Fangen wir der Staffing Academy an und dann schauen wir mal. 41. Da ist nichts gut. Da ist nichts gut. Komm, voll drauf jetzt. Gut, da ist der Bob jetzt auch schon fast weg. Jetzt kann ich die Tina mit der schlimmen Tina noch machen. Also, aus der Tina die schlimme Tina machen. Und dann haben wir auch dieses Match gewonnen. Kommt hier nur eine Fusion Wrestling. Fusion Wrestling. Gegen Pretty P. Ja, und there's Lila, purple rain, bam bam, bam bam bam, purple rain, and only wanna see you. So. 93. I wanna know, 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 know. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Purple rain, empty. Bam, bam, bam. Purple rain. So, jetzt schauen wir mal gegen Barbara. Barbara. Snot Rocket mit Peggy noch nicht erforscht, okay. Ja, bald habe ich auch die Peggy komplett erforscht. Bald ist sie komplett drin. Machen wir den Baum. Machen wir den Baum. Und dann jetzt hier den Tom Landry Middle School. Das ist natürlich jetzt gut, da habe ich den Baum direkt neben dran. Aber mit der Bombe ist natürlich übel. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt möglichst schnell. Genau, sehr gut. Den loswerden, wollte ich sagen. Und jetzt ist die Sache sowas von Klick, Klatz, Klatz, Klutz, Klatz, Klor. 51 Leben hat die Barbara immer noch. Aber jetzt nicht mehr. So, eine glatte 100. Ja, Mann. Das ist eine glatte 100. Only wanna see you. Gegen Monika B. Monika B. Badum, badum. Ja, viele Möglichkeiten habe ich jetzt allerdings, muss ich sagen, nicht hier, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich mit dem Roger. Und jetzt mit dem Hipster Donald an die Sache rangehen. Habe ich hier noch einen Eugene Belshaw. Belshaw. Ist jetzt nicht das Beste, was man machen kann. Electric Love habe ich wahrscheinlich sonst auch noch nie wirklich gespielt. Aber aktuell ist mir das echt lieber. So. Oh, eieieiei. Wie viel kriege ich jetzt noch zusammen? 13 sind es nur. 38.
35, 38. Gut, ich muss es einmal nach rechts und einmal nach links pushen. Möglichst viel Schaden jetzt noch verursachen. Und jetzt sollte ich dann aber auch tatsächlich endlich durch sein. Jawohl. Kaboom. 95 dann noch. Ja, das war jetzt ganz wichtig, eine Karte zu spielen, die danach auch gleich wieder verloren geht, damit der Schaden nicht in meine Punktzahl einfließt. Aber man muss, müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ihr eine Karte habt, die dann zum Schluss noch ein Leben hat, ist das ja schön. Nur, das ist scheiße für die Punkte, weil der Schaden der Karte fließt ja dann bei euch mit ein. So, wenn die Karte dann tatsächlich weg ist danach, ist perfekt. Macht sie wenigstens keinen Punktabzug mehr. So, also dann haben wir hier die schlimme Tina, Bad Tina. Kommt dann natürlich mit dem Horsecamp, ne? Also beim Horsecamp muss ich jetzt ein bisschen aggressiver rangehen, weil da können unter Umständen auch Sachen genau wie eine Horse Rider Tina bei rauskommen. Und sowas habe ich jetzt schon gerechnet. Wie viel mache ich jetzt? 39, 49, 58. Das reicht da in der Situation nicht ganz. Dann müssen wir es so machen. Dann mache ich hier 44, 54, 63. Homemade Teacher. Baby, you are done. You are done. So. Ich habe es schon befürchtet, dass der mit sowas jetzt kommt. Und wenn ich jetzt mit der Tina da angeschissen gekommen wäre und hätte vielleicht versucht, den Baum zu machen, glaube ich nicht, dass der. Weiß ich nicht, wie das dann ausgegangen wäre zum Schluss. Ich glaube trotzdem, na, ich glaube, der Baum hätte es überlebt. Aber ich möchte es nicht ausprobieren. Dann lieber so. Ja, ist halt auch wichtig, in etwa zu wissen, welche Karten rauskommen können, ne? Wo dann die Gefahren drin liegen. So, 92 Punkte. Ist ein bisschen ärgerlich, dass hier nicht so stark sind die nicht und trotzdem krieg ich 92, 95. So, noch 4 Stück. So, jetzt wir gucken mal. Chauvet, was? Chowder? Cowder? Chowder, Cowder. Da kommen wir der schlimmen Tina. The bad Tina. This is a bad Tina. The really bad Tina. And now, we are playing the bad Tina. So, nein, machen wir jetzt nicht mehr. Können wir nicht mehr machen. Aber was wir durchaus machen könnten, ich könnte als allererstes mal, wir gucken jetzt mal, ich spiele jetzt erstmal im Eugene Belcher und dann schauen wir erstmal, was wir machen. So, jetzt hat er den Baseball Chris da oben. Dann haben wir den Hank Hill auf der linken Seite. Drei Frames per Second sind da. So, dann benutze ich natürlich den Diorama Gene auch zum Heilen. Und dann haben wir eine glatte 99. Oh, eine glatte 99. Döll, Hase, ja gleich, ja, döll. Eine kleine 99, ja, super, sensationell, ja. Kleine 99, ja. Oh, gleichi. Eine glatte 99, du. Meine Güte, kommt auf Sachen hier, ja, gibt's doch gar nicht. Was ist mit dem los hier? 99, das, wir sind daran glatt. Denkst du, gibt 99,5 oder was? Mensch, du. Ei, 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 ei. So. Beste Möglichkeit, Peter mit K-Pop, Peter. Und dann hätten wir 2019 ist das Beste, ne? Hier, 17, 19, genau. 2019. Und jetzt als nächstes Fart School Jimmy Junior.
Nice, man. So, und dann hätten wir. Jetzt könnten wir natürlich auch machen, ne? Wir könnten aber auch theoretisch das machen. Und wir machen auch das jetzt hier. Und es reicht nicht ganz, aber es macht nichts, weil Opera-Singer Lila sich wieder hochheilen wird und ich dann trotzdem auf eine glatte 98. Kommt auch schon wieder mit einer glatten Zahl. Vorher ist auch der glatte 99, jetzt ist eine glatte 98. Was ist denn das? Kriegst du nicht hin, oder was? Wir sind hier immer mit einer glatten 100. Kriegst du es nicht gebacken, oder wie hier auch gleich? Mann, auch gleich, was ist los mit dir? Jo, spielst du für eine Scheiße zusammen, da? Das ist keine glatte 100? Mensch, du bist aber auch wirklich. Mann, dem kann man aber auch nichts hier, das ist unfassbar. Da gleich. Denkst du, kann was? Macht er denn da für eine Scheiße hier? Daher gleich. Selber sind hier los mit Bänder. Auf geht schon, los geht auch ohne, ja, Kollege. Bänder. So, wir machen jetzt hier. Big Mountain Fudge Cake kann ganz schön gefährlich werden für mich. Deswegen machen wir hier gleich den Röder Rodriguez Drill. Und dann haben wir das Match aber auch gewonnen, ja, so. Sieht's denn aus? 94 wieder. Wieder keine kleine 100. Was machst denn du? Mensch. Da macht aber auch Sachen, ja, der gleich. Der Waschbär. Unglaublich, was der auch so rummacht, ja. Gibt's noch Schwachsinn? Unfassbar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Tina mit, also wenn wir jetzt hier eine schlimme Tina spielen, das könnte unter Umständen jetzt endlich mal eine glatte 100 werden. Wenn jetzt schon wieder jetzt irgendeine Scheiße jetzt hier passiert, jetzt kann ich gleich zwei schlimme Tinas, ja. Ey, warum hat er dann vorhin, ne, ja, die Tom Landry Middle School, warum hat er dann vorhin die andere Middle School da weg hier, so gerne schlimme Tina? Ja, weil die halt hier stärker ist mit der Tom Landry Middle School. Die Stärke. Die andere hat mehr Leben, die hier hat mehr Angriff. Dreimal können wir raten, was mir wichtiger ist. So, also. Jetzt gucken wir mal aufs Ende. Was heißt Endergebnis? Das ist ja erst in über einer Stunde das Endergebnis, aber trotzdem spielen jetzt rum, wenn wir jetzt hier mal. So, fertig. So. Also, hier 34 haben bis jetzt von Mad Frog Rising gekämpft. Jetzt gucken wir mal bei uns rein, wie es da aktuell aussieht. Cuddly mit einer Sensational 1000 Perfect Match. Sensational Cuddly. Updam und Bounty mit einer sensationellen glatten 999. Krass. Chris 99, Dietronic 97, Jesse 96, Apokalyptica 93, Manu Baja 92, Homer J 976, The King 976, Robert 93, A 99, Tipicolada 967, Eat Fresh Food 966, Manuel K 963, Il Guru 958, Spider 965, Stromi 950, Brian XD 948, Nadine 944, Junket 940, ASD FGH 932, Gecko 931, der Pate 933, Tularis 29, Dennis 29, Topdas 915, Alessio 904, Burgerboy 900, Gamer Guy 900, Kings 892, Krankus 874, Exame 867, Lordado Sonja 82, Teklis, Michael, Mimo und Scar. Amir Palang, Brownie nervt, Henny, Wurf 13, Herr Gleich, Sean G, Olli Z und Thomas Cookie ist scheinbar noch gerade, was wir machen hier. So, 47 Aktive aktuell jetzt schon. Guck mal,
Es müssten ja nochmal so knapp 200, 700, 400, wenn wir bei 970, wo lande ich denn mit 970? Okay, da irgendwo auf Rang 12. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet euch mal ein, wenn es wieder heißt Animations Roadhouse. Mit mir dann gleich auch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.